So, ein Beitrag. Wir glotzen TV sozusagen. Oh, guck mal hier. Mein Kommentar da drunter. Da haben wir jetzt hier Ich die habe den Kunden Diskussion. hier förmlich wieder vor Wut schon, wenn es darum geht, die Wahrheit direkt auszusprechen. Doch wie man es nicht anders kennt von den Grünen, ist man sich grundsätzlich, wenn etwas schiefläuft, wieder mal keiner Schuld bewusst. Ganz im Gegenteil, die Grünen teilen aus, können aber wiederum nicht einstimmen. Doch was dann passiert, damit rechnet keiner. Wir schauen uns diese Frage einmal genauer an. Hohe Energiepreise, gestörte Weltmarktbeziehungen, hohe Inflation, hohe Zinsen, das sind doch aber alles Gründe, die auf Ihre Politik zurückzuführen sind, oder? Sehr geehrter Herr Präsident, es ist uns bekannt, dass Ihnen und auch Ihrer Fraktion Fakten meistens nicht so viel bedeuten. Aber wenn Sie in Ihrer Frage, und ich lese die Frage einmal für alle zu, für alle auch einmal vor, geht das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz davon aus, dass wir uns in einer Rezession befinden, beziehungsweise diese erwarten, und wie begründet er seine Ansicht? Dann ist meine Antwort darauf, dass es, wenn Sie nach einer Rezession fragen, ich auf die Definition einer Rezession antworte. Und entlang der Definition, die es sowohl in den USA als auch bei uns in Europa zur Rezession gibt, befinden wir uns nicht in einer Rezession. Wir befinden uns aber in einer schwierigen Lage. Das möchte ich auch ausdrücklich so sagen. Wenn Sie das nächste Mal Ihre Frage stellen, geht das Bundesministerium davon aus, dass wir uns in einer schwierigen Lage befinden, dann werde ich Ihnen auch darauf faktenbasiert und korrekt antworten. Ja, das werde ich jetzt auch mal kurz. Also, ein Zugriff auf Asservate, die entstehen immer dann, wenn overgetoppt wird. Das ist dann, wie in meinem Fall, quasi über Teilmobilmachung politischer Interessen und deren Vertretungen. Und da habt ihr nochmal den Kommentar. Und jetzt zeige ich euch mal das da. Und jetzt zeige ich euch einen anderen Verlauf. Und zwar das da. Gemacht wird doch. So. Sprachlos. Man könnte sich gut als gewobenes Minzen. Minze überdeckt relativ starke Gerüche. Das Gerät gleicht einer Nebelmaschine in der Disco. Hier wird aber alles eingenebelt. Philipp macht den Job seit über 10 Jahren und hat sich auf Tatortreinigung spezialisiert. Zu Beginn seiner Karriere war es jedoch auch für ihn eine Herausforderung. Die ersten Erlebnisse waren schon sehr schockierend. Ich war relativ jung, das war mein Sommerferien, dann Papa in Betrieb. So, das ist das, was die hier auch gemacht haben, nur waren die Mieter noch alle drinne. Das war das Erste. Und jetzt sind das die Asservaten. Lager auch. Weißt du, wenn irgendwelche Papiere auftauchen, das wäre ganz wichtig. Kontoauszüge, kannst du mir wieder geben? Kontoauszüge schon mal zu sehen. Genau, und da geht das wieder um falsche Notariate und ihre Ermächtigung auf Finanzwesen. Also, ich habe auch mal Leichenwohnungen gereinigt. Allerdings hatten wir keine Nebelmaschine und ich habe so einen Niedriglohnsektor mal gemacht. Nennt man ja so einen Niedriglohnsektor. Da ging das auch um Messi-Wohnungen, sogenannte. Allerdings ist es auch so, dass so eine Firmen einfach immer wieder beauftragt werden, auch ohne Zustimmung von
Mietern, Anwohnern, vielleicht auch einigen Vereinen oder so. Und jetzt zeige ich euch, dass der Mieter eindeutig vergiftet wurde. Es ist unvorstellbar, dass ein Mensch so leben kann. Alex, seit 5 Jahren bei Mark im Team, macht sich seine Gedanken. Ja, ich frage mich halt schon, was bei ihm oder so und so im Leben passiert ist. Und ob es keine Angehörigen gibt, dass es einfach so an einem dann vorbeigeht. Und geht aber ganz schnell. Also wir haben schon Fälle gehabt, wenn man die Bilder gesehen hat, es waren gemachte Leute so. Und hast du ein, zwei Schicksalsschläge, dann stürzt du ab nach 2, 3 Monaten. Dann, ja, bla bla bla. Bei dieser Messi-Wohnung muss wirklich alles raus. Wesen rein wie sonst. So, und genau so lief das hier 10 Jahre. Immer wieder toxische Einflüsse und immer wieder, wahrscheinlich Anmeldung im Einwohnermeldeamt, keine Ahnung, irgendwelche falschen Überweisungen auf irgendwelche Firmenkonten, ich habe keine Ahnung, so das Typische, so. Jetzt habe ich euch das mal erklärt, dass das ein Unding ist und das habe ich irgendwie schon mal versucht. Wie gesagt, also ich habe auch mal für eine Entrümpler-Firma gearbeitet. Ich weiß gar nicht, was ich die Stunde gekriegt habe. War noch in der D-Mark-Zeit. Da gab es so eine Nebelmaschine definitiv nicht. Und die Wohnungen waren eigentlich dann auch tatsächlich leer. Asservaten ist das, was die irgendwie dort in diesem Parlament beschließen, auf politischen Kalkül oder deren rechtlichen Instanzen oder Juristereien Zugriff nehmen zu können, um dann im Grunde, wir waren ja bei der Lombardsbrücke, das als Pfändungsbeschluss für sich einzubehalten. Ja, das sind so die Geschichten, die irgendwie auch bei uns in den Stadtteilen wohl stattgefunden haben. Und jetzt kann man sich irgendwie so in etwa das Tauziehen im Bundeskabinett so ein bisschen vorstellen, warum die gerade alle so ein bisschen sehr weit rechts oder sehr weit links lastig denken dabei, weil die ja Ansprüche erheben, weil sie ja Markenkalkulation auch auf YouTuber gesetzt haben, also das finde ich sehr interessant, dafür, dass sie einen nie finanziert haben, oder teilfinanziert, sondern alle von der Sozialhilfe haben weiter beeinflusst lassen und dennoch so eine Firmen beauftragt werden. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Also in meinem Fall fand ich das irgendwie echt dreist. So viel dann auch noch zu diesen gesetzlichen Verfügungsgewalten und das fiel ihm dann irgendwie erst dann ein, nachdem dann irgendwie mehrere Millionen Euro eingenommen wurden. Und bezahlt haben sie aber nichts. Das kommt da ja noch zu. Jetzt kann man sagen, okay, im Internet rede ich jetzt weiter geflissentlich über die Politik, was man ja irgendwie ideologischerweise auch immer ein bisschen macht. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass so eine Kanäle wie die Pilze aus dem Boden sprießen und ein anderes Steuerungssystem entsteht. Kann man sich jetzt nochmal Gedanken machen drüber, muss man aber nicht. Und man muss irgendwie eigentlich Rechtswege bestreiten, ganz übler Natur eigentlich schon, da irgendwie, weiß ich nicht, so
dass er kein Ende nehmen will, ne? Mit den Rechtsansprüchen. Es gibt ja Rechtsansprüche, die ich geltend machen will, aufgrund dessen, dass ich mich halt auch beschissen und betrogen fühle. Ich kann ja noch mal kurz von Kalle erzählen. Also Kalle ist jetzt jemand, der irgendwie erstmal woanders untergebracht wurde. Und bei Kalle war das jetzt nun so, dass ihm wohl seine Lebensläufe und Papiere fehlen. Und er aber jetzt in einer Seniorenwohnanlage wohnt. Diese Papiere sind verschwunden, hat er mir erzählt. Und ja, jetzt weiß ich halt nicht irgendwie, ich habe ihm gesagt, er soll aufschreiben, detailliert, was ihm fehlt. Und ich reiche das dann für ihn tatsächlich bei der Staatsanwaltschaft dann ein. Also bisher wollte er das wohl noch nicht so ganz machen. Das ist der Kalle. Da geht das wohl auch um Fotos von seinen Eltern und ja, seine Gesellenbriefe und all sowas. Und ja, das finde ich dann irgendwie alles ein bisschen schräg, ehrlich gesagt. Ich war ja bei ihm. Ich habe ja da zwei Kisten ausgeräumt und für ihn eingeräumt. Und das war völlig verdreckt, also richtig übelst verdreckt und verstaubt. Das ist so das, was ich dann hier irgendwie auch immer wieder habe. Aber wahrscheinlich ist es auch einfach, man stellt ein paar Mülltonnen vor die Tür und holt dann irgendwie einfach so eine Firma oder so. Ich weiß es nicht. Um die Leute dann irgendwie aus den Häusern zu werfen oder aber abzuservieren. Sagen wir es mal so. Ja, so, hier habt ihr nochmal meinen Kommentar. Und das war's dann erstmal von meiner Seite. Und dann werde ich nochmal schauen, irgendwie, ob Kalle noch rechts schreiben will oder nicht, weiß ich nicht. Ich hätte das jetzt eingereicht, so, weil ihm viele Sachen abhanden gekommen sind. Und ja, das nennen sie dann schon Asservat. Und deswegen bin ich ein bisschen von der Menschenrechtslage her ein bisschen angenervt, weil wüsste, was hier irgendwie auch stattfand. Und gut. Ja, Politik. Ich weiß auch gar nicht. Da stand ich irgendwie ein bisschen so, nö, ich habe auch nichts gelernt. Ich hab keinen Beruf. Ich weiß nichts. Ich bin so immer diejenige, wenn sie an die Papiere verweigern oder Umschulungen verweigern oder keine Ahnung, um irgendwie immer so einen Gedächtnisstein draus zu zaubern, dann kann das auch irgendwie nichts werden, ne? Oder? Also dann hat man halt keinen Schulabschluss. Ich hatte mich auch nochmal unterhalten, also ich habe ja meine Mutter früher pflegen müssen, da gab es auch noch gar kein Pflegegeld. Das musste ich einfach machen, neben Schule und allen Schwierigkeiten. Deswegen finde ich das irgendwie alles ein bisschen schräg. So wie der Missbrauch in diesem ganzen Bürokratieverständnis so vonstatten geht. Ne? Gut, dann bis dann. See you again und ich bearbeite jetzt
ein paar Fotos. Ich dachte, ich werde mal irgendwie ein bisschen was zusammenstellen und ja, dann, keine Ahnung. Schauen wir mal weiter. Bis dann, tschüss. Ach hier, Caroline, ich hab da was, ne?